Ja, wieder Schulden. Nice. Das ist ja richtig super. Du hast Kubismus. Du hast Kubismus. Auch vollautomatisch. Yes, Kubismus. Automaten müssen manuell aufgefüllt werden. Da schau, da ist schon einer in Frakturi. Halt, was hast du? Ich hab. Oh, wo geht der jetzt hin? Station, gut, wenn er dafür zahlt, ist mir wurscht. So, was hast du? Herzensbrecher. Ah, der braucht Chirurgie, ne? Was hast du? Knochiger Hintern, eventuell. Was hast du? Wurscht. Die behandeln wir einfach alle. Wenn es dann nicht stimmt, ist das nicht mein Problem. Weil die zahlen ja, glaube ich, trotzdem. Hey. Hey. Dr. Bernhard Böpp. Dr. Bernhard Böpp, schau mal. Hier gäbe es Arbeit für dich. Herr Böpp. Notfallchirurgie. Nö. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Jojo. Ist gerade nicht möglich. Zehntausend. Psychiatrie ist echt teuer. Jetzt ist jemand verreckt. Wo gehst du hin? Ah, so Spritze. Ist aber weit. Schade, dass ich die nicht aufheben kann. Das wäre nice. Personal. Wer macht denn jetzt noch Pause? Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Pause ist rum. Oh, der war in der Frage. Ah, gut. Der hat wahrscheinlich gezahlt. Dann ist alles gut. Solange er zahlt. Ist mir das Wurst. Oh, da wurde jemand geheilt. Nice. Und hier nochmal 2000 für die Diagnose. Boah, ganz schön teuer, ne? Dass die da freiwillig zum Arzt gehen. Das ist schon ein bisschen krass. Instandhaltungsdurchsage. So, Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Spritzenhaus. Oh, 6000 für eine Spritze. Gibt's denn gerade irgendwas? Moment. Warteschlange 2. Fuck. Irgendwo. Wo keine Warteschlange ist, wo wir irgendwas. Ah, hier. Aber das kostet 20.000, ne? Upgrade. Ja, aber dann verdienen wir mehr Geld. Komm, wir machen das mal. Wir machen das einfach mal. Was ist mit dem da? Nee, komm. Was? Puddingblut? Neue Krankheit entdeckt. Puddingblut, eine Hautkrankheit, die verursacht wird, wenn der Nachtisch in die Blutbahn gelangt. Dem Patienten muss ein Anti-Puddingpulver gespritzt werden. Ah, cool, der muss ins Spritzenhaus. Chirurgie, geh weg. Oh, jetzt habe ich ihm gesagt, der soll warten, egal. Können wir denn irgendjemand weiterbilden? Wer ist das? Beförderung bringt halt was, ne? Weil dann werden die besser. Sirup, was macht denn der? Arztpraxis. Ja, dann wäre doch Ding. Allgemeinmedizin, ganz geil. Arbeitet, arbeitet, arbeitet. Aber das ist wurscht. Weil Psychiatrie haben wir ja momentan genügend. Angst. Was mit dem hier? Mal auf 1. Moment, der hat DNA-Probleme. Der kann weg. So, Diagnose Zerschlagenheit. Ja, du kommst mal zum Frakturmähen. Oh, geheilt. Yes. Was ist das? Achso, du musst nach Hause gehen. Lass nicht warten. Sorry. Was ist mit dem? Dem kann es gar nicht so schlecht gehen. Wenn der da schön was isst. 30 cm Baguette. Geil. Two-Point Hospital macht echt Spaß, ne? Was ist mit dem hier? Achso, der kommt ja gleich dran. Hoffe ich. Hast du? Ich traue mich jetzt nicht, dem Diagnose zu stellen, nicht, dass er falsch ist. Der Gesichtsfraktur, nice. Strecksaal, nö. Was soll ich denn noch alles bauen? Hör mal. Können mal schauen, ob wir wieder jemanden generell weiterschicken können. Hier zum Beispiel. Kaiserkomplex.
So, mal hier. Wo ist denn der? Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Cardio. Mimenkrise. Oh, Pixeliose, kann ich leider nichts tun. Gesichtsfraktur kann ich schon was tun. Psychiatrie kann ich auch was tun. Apotheke ist super. Kardiologie. Ja, natürlich geht alle immer kacken. Immer kacken. Die machen auch nichts anderes im Leben, als dauernd auf dem Scheißhaus sitzen. So, was ist jetzt mit dir? Hä? Lendenverzerrung. Geh weg. Chirurgie finde ich richtig kacke, ne? Du gehst auch nach Hause, du bist ja fast im Arsch. Aber andere Richtung, da war doch die Tür. Oh, natürlich, er geht natürlich erst wieder mal kacken. Ein Krankenpfleger wird in der Kardiologie verlangt. Oha, was ist da los? Diagnose, ich gebe dir Diagnose. Jazz Hands, sage ich zu dir. Oh, dumm. Ja, obwohl, das war das Geräusch für nicht geheilt. Und nicht für verreckt. Ärztezimmer, ja, wie viel soll ich denn noch bauen? Irgendwann reicht's aber schon, ne? Achso, du hast Jazz Hand, was hast du? Stromschlag, das glaube ich jetzt nicht, aber egal. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Sehr richtig. Jumbo DNS. Was ist jetzt mit der Frakturding? Geht da jetzt was? Jetzt arbeitet da schon wieder keiner mehr. Ah, ich könnte kotzen. Aber Hauptsache, nee, das sind Ärzte. Ja, was ist mit dem? Hauptsache Pause machen. Pflegeschülerin, was macht die? Die arbeitet jetzt nur auf der Frakturstation. Wo ist Fraktur? Hier, ne? Na klar, dass da nichts geht, wenn da keiner arbeitet. Ist das zufällig ein Geisterjäger? Wo ist der Geisterjäger? Hier, komm mal her und tu mal die Geister da einsammeln. Was soll denn das? Nicht Ecto. Geist jagen, danke. Jetzt habe ich schon extra eine Frakturstation gebaut. Da will ja keiner arbeiten. Lass mich verarschen. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Achso, hat schon einen Termin. Diagnose kann ich dir geben. Nach Hause gehen heißt die Diagnose. Beförderung. Ah, jetzt sind die mit ihrer Weiterbildung fertig. Shit. Shit. Kostet doch nur Geld. Du kannst nach Hause, dich kann ich nicht leiden. Sehe ich dir schon an. Dein Gesicht. So. Spielen wir noch ein bisschen weiter. Was hat der? Ach, das ist der Forscher, ne? Forschung 2. Nee, kann ich leider nicht leisten. Es tut mir leid. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Der Ochsenbrust. Ah, der war aber auch normaler Allgemeinmediziner, ne? Alle in der Psychiatrie sucht nach Arbeit. Arbeitet. Na, soll der das mal machen? Ist jetzt. Ah, vielleicht wird es jetzt langsam mit dem Geld, das wäre gut. Gerade noch mehr Daten. Jetzt haben wir natürlich wieder Verlust. Was für eine Scheiße. Und gerade sage ich es noch. Personal. Was machst du beruflich? Station. Gut. Station. Pass auf. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Allgemeine Diagnose. So.
Was ist mit dem? So, auf Platz 1. Oh, schön geheilt. Da auch. Bringt gute Kohle. Bringt gute Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Termin Kardiologie hier auf der 1. Tüdü. Was ist mit der? Halt, da können wir schon Diagnose. Schmuddelsohlen. Ja, dann dreh mal um. Halt, Diagnose. Das verstehe ich nicht. 100% Diagnosesicherheit und die werden einfach nicht weitergeschickt. Das finde ich halt echt doof. Oh, jetzt haben wir ganz schön viel für die Fraktur, ne? Nicht schlecht. Ich hoffe, die Fraktur ist gescheit teuer. Was ist mit dir? Du hast dich angemalt. Du bist gar nicht krank. Du hast nur dich angemalt. Der will bloß einen blauen Schein, ja, einen gelben Schein. Und du bist im Arsch, komm. Geh nach Haus. Du Ötter. Du Ötter. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Mitarbeiterkündigung. Dr. Gerald Dickens. Moment, Dr. Gerald Dickens. Dr. Gerald Dickens. Oh, ein paar Pause machen, ne? Ach, das ist der Forscher. So, zack. Der will bestimmt arbeiten, ne? Deswegen ist ihm lame-wailig. Wir können ja nochmal hier allgemeine Forschung machen. Ist der nicht langweilig? Beförder 3 Mitarbeiter. Das könnte man eventuell schaffen. Hör auf, da reinzubrechen. Schmuddelsohlen. Ach, wir haben doch genügend Psychiatrien offen, ist doch kein Ding. Brauche ich hier einen Arzt? Personal. Ja, gut, die sind Weiterbildung. Arzt ist aus. Oh, Naked Eye. Naked Day. Naked Day Day. Mit der Bezahlung sind sie unzufrieden. Ja. Unfallstation. Wie ist denn da gerade die Auslastung? Ach, da haben wir Platz. Ja, komm. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Stank am Klo. Da ist was kaputt. Nee, ist gar nicht. Ah, Mülleimer. Hier, Mülltonne säubern bitte. Ach komm, jetzt ist da kein Pfleger, obwohl ich das gepimpt habe. Moment, Pfleger. Machst schon wieder Pause natürlich. Ah, das ist die Spritzenfrau. Wieso? Wer arbeitet gerade bei den Spritzen? Niemand. Der Eber sucht nach Arbeit. Ja, du bist aber nicht so gut für die Diagnose. Mach doch mal Pause, wenn dann. Der macht auch Pause. Ich bräuchte vielleicht noch Eber. Ich will auf gar keinen Fall eigentlich jemanden einstellen. Erdbeben. Scheiße, Erdbeben. Heute ist ein kranker Mensch. Der hat die Leopardiditis. Leopardose heißt es. Aha. Kann ich aber nicht behandeln. Schauen wir, wie. Moment. Wo sind die Hausmeister? Was machen die gerade? Pause. Nee, du putzt jetzt mal hier Pipi auf. Nix Pause. Pipi. Achtung, seismische Aktivität gemessen. Ah, da wird mir schlecht. Was ist mit dir? Der ist auch gesundheitlich kritisch. Oh ja, der könnte es aber noch schaffen. Der könnte es noch schaffen, wenn er Glück hat. Falls es Sie interessiert. Ah, ja. Oh, warte mal. Ah doch, da steht doch ein Feuerlöscher. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem
denen sie sie vorfinden möchten. Läuft. Und nicht, wie sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Oh, geh nach Hause, du hast Turtle, das behandle ich nicht. Ganz schön Zähne. Beförderung natürlich. Ich hab's ja so dicke. Gut, da freut sich hier der Mitarbeiterwunsch, aber sonst. Halt, der Kubismus. Ah doch, ja, Kubismus. Warte, da ist kein Arzt für Kubismus. Moment. Was sind denn die faulen Ärzte schon wieder? Ist ein Forscher. Der sucht doch noch Arbeit. Aufheben kann ich gerade nicht. Ein Arzt wird in die Abrundungstherapie gebeten. Ich kann nicht. Scheiß Drecks. Oscar-Verleihung. Ja, ist mir wurscht, komm. Arbeitgeber des Jahres. Ich bin immer Arbeitgeber des Jahres, weil ich dauernd. Die jährliche Prüfung steht bevor. Echt nonstop Gehaltserhöhungen geben, ne? Ich frag mich für was. Das ist schon frech. Zehn. Uiuiui. Also mit dir stehst du hier so rum und pustest alle an. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Komm, ich mach dich auch eins. Und eigentlich bräuchte man auch noch einen Hausmeister. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Geh nach Hause, Mann. Du hast doch Hand des Midas. Farbe nachzufolgen. Jetzt haben wir schon Frakturstation. Wirft die überhaupt Geld ab? Aber ich glaube, da geht schon was. Vor einer Station wollte denn die Schlange? Ja, jetzt gerade. Das ist auch Achtung, so problematisch. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht oh, gestattet. Ich hoffe, der hat gezahlt. Aber der Trick war... Scheiße, es geht nicht, ne? Da mehrere Umkleidekabinen. Da habe ich jetzt keinen Platz mehr dafür. Oh, 12.000 hat er gezahlt, nice. Also wenn es klappt, gibt es richtig gut Kohle, ne? Aber da muss es halt, deswegen bilde ich auch gern weiter, weil die halt dann einfach mehr Kohle generieren. Wenn ihr gerade dort seid, so, was macht denn die eigentlich? Und haltet euch von Wänden mit Rissen fern. Arbeitet in Station. Oh, die kann ich jetzt nicht benutzen. Sorry. Leonard Cressy. Was macht er? Kardiologie. Kriegt er jetzt Diagnostik 2 von... Von dem. Was mit dir? Ne, hat sich auch angemalt. Was mit dir? Herzensbrecher-Chirurgie habe ich aber nicht. Halt, da. Was ist das? Jumbo-DNS. Ne, habe ich auch nicht. Das hier? Geh nach Hause. Geh doch zu Hause, du hast DNS-Schmarrn, geh weg. Ist ja voll widerlich. Oh, der hat Fraktur. Yes. Schmuddelsohlen. Oh, ja, dann mach mal. Hier. Nummer 1. Schnell, schnell. Personal, nee. Patienten. Stromschlag kann ich nicht behandeln. Das Bauchgefühl kann ich behandeln. Was ist mit dir? Knochiger Hintern kann ich auch behandeln. Kann ich doch alles behandeln. Ich bin auch der super Behandler. Und der gute Nick ist schon wieder im Minus. Ja, aber nur ganz knapp. Es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Also es wird so ganz langsam. So ganz langsam wird's. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen. Wasser. Diagnose. Ach, Chirurgie. Zwecks Lendenzerrung, Chirurgie ist klar. Diagnose benötigt. Nee, Stromschlag kann ich nicht behandeln. Tschüss. Tschüss.
Personal. Es sind gerade viele in Weiterbildung, gell? Aber der. Mach nur Pause. Dann geh doch mal hier, weil hier haben wir den super easy Scan. 2, 3 sogar. Hausmeister. Mülltonnen leeren. Hör auf damit. Ich brauch dich als Geisterjäger. So. Aktuell bräuchte ich einen, der nur Ghostbuster macht. Ach, die ganzen Leute da verrückt. Nicht, dass ich den Herzkasperl gegen. Herzkasperl. Verstehen Sie, Herzkasperl? Ein kleiner Herzkasperl. Geh weg, ich hab's. Oh, nee. Du bist weg, ich hab gesehen, du hast Strom. Strom behandle ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Du hast Fraktur. Du hast Fraktur, yes. Einige Mitarbeiter sind mit ihrer Halt. Oh, der hat Doppel. Oh, schau mal den an. Oh Gott. Der Arme, was hat der gemacht? Du hast nur von 0 von 4 Patienten geheilt mit müden Knochen. Der kann auch eh nichts dafür, wenn meine Mitarbeiter scheiße sind. Soll es? Komm, ich will jetzt ins nächste Level. Das Level ist doch kacke. Ah, ich bin erst ein Stern. Oh, ich brauche 3. Ups. Oh, du hast doch. Direkt, du hast Midas. Oh, du hast Kubismus. Warte. So, schau her. Ist da. Arbeitet da jemand gerade? Ja, Dr. Bella Bob. So, der. Leopardose kriege ich. Was ist das denn für einer? Wer? Der Kubismus oder der Leopardose? Oder ich? Was ist mit dir, du Otto? Filmstar-Besuch, ja, hau her. Bringt sowieso nichts. Oh, geheilt, nice. Da auch, es läuft. Es läuft, das wird super. Bim. Ah, oh, Beförderung ist klar. Ja, wie viel wissen wir noch? Weiterbildung abgeschlossen. Nice, da kann ich wieder. Wir werden von einem Promi besucht. Oh, das ist mir scheißegal. Oh, der McBoatface. Diagnostik. Ah, ich habe aber niemanden mit Diagnostik 3. Momentan habe ich kein Geld für Ausbilder. Luca Dobson. Ich kann ja gar nichts. Psychiatrie. Aber wir haben niemanden mit Psychiatrie 2, oder? Nee. Dann lernen wir erstmal. Ah, ja, Psychiatrie ist Diagnostik und Behandlung, ne? Aber dann machen wir Tempo und Effizienz, das ist gut. Weil dann können wir noch hier die Hausmeisterin noch dazu und ja, fertig, ne? Ach nee, die lernt das. Ja gut, das kann sie ja. So, dann kann das. Macht gerade irgendjemand Pause? Hier, Assistentin. Ja, das ist eigentlich wurscht. Stationsschwester macht Pause. Ja, das ist gut. Ärztin haben wir schon. Nachwuchshausmeister. Füllt Energy-Automaten auf. Komm dann du. So, Kurs starten. Viel Spaß. Oh. Personal, erreichen wir in deinem Zimmer die Stufe 5. Ja, am Arsch. Sarah Mills Assistentin will kündigen. Ah, Sarah Mills. Was ist denn? Ja gut, die paar Dollar. Verdient sowieso fast nichts. Also halb so wild. Achtung! Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht
gestattet. Wieso? Ach ja, kann ich nicht, weil die aufs Klo muss. Ah, die hat so DNA-Scheiß, das kann ich sowieso nicht behandeln. Oh, Minus. Bin wieder Minus. Bin immer im Minus. Kurz im Plus und dann wieder fette Minus. Was hast du? Floppy-Scheiben, das kann ich nicht behandeln. Oh, du hast Fraktur. Geil. Und du hast Turtle, behandle ich nicht. Sarah Mills hat sich entschlossen zu bleiben. Ach was, ihr seid alle solche Käuflinge. Ne? Was ist mit dir? Du gehst jetzt nach Hause, du gehst mir auf den Sack. Dem Scheiß. Die ganze Zeit rennt die bloß zum Kacken und zum... Boah. Und dann wundert sie sich, dass sie stirbt, weißt? So eine blöde Sau. Ja, so eine blöde Sau. Was hat der? Aha, braucht das Spritzchen. Forschung abgeschlossen, 20.000. Nice. So, was können wir noch machen? Abrundungstherapie. Farbtherapie. Nee, ich mache jetzt momentan nur das. Kohle ist Kohle. Was soll's? Was war mit dir aus dem Spritzenhaus? Ist einer verreckt. Oh, was mit dem? Diagnose benötigt am Arsch, der ist doch schon 100% Diagnose. Mann, das nervt so ein bisschen. Das nervt schon immer. Pixeliose kann ich nicht behandeln. Wo ist die wieder? Ja, beim Scheißen. Unglaublich. Das ist sowas von hart nervig. Gesichtsfraktur, ja. Hättest jetzt spätestens von mir eine gekriegt. Stromschlag. Krankenpfleger zur Frakturstation, bitte. Kaiserkomplex, okay. Was? Frakturstation ist gerade keiner? Do you want me? Nö, passt doch, kommt doch. Kommt doch schon angelaufen, ist doch super. Schocktherapie, nee. So, was haben Sie daher? Jumbo-DNS, kann ich Ihnen nicht helfen? Was haben Sie? Aschenmuddelsohlen. Warte mal, da machen wir Platz 1 auf der Station. Ach, da ist wieder so ein blöder Geist. Du machst Pause, achso. Du bist in Weiterbildung. Ja, das hilft nichts. Dann musst du kurz nicht pausieren. Du musst den Geister jagen. Krankenhaus hat Schulden. Nein, nein. Aber kaputt. Unter euch. Hier mein wichtigster Tipp. Runter vom Rad. Beförderung, ja, ist klar. Aber wenigstens haben wir hier die Herausforderung geschafft. Schön. Da ist jemand vom Klo wieder. Diagnose benötigt, ja. Diagnose nach Hause ist die Diagnose. Die Leute werden doch auf dem Scheißhaus krank, oder nicht? Immer wenn die auf dem Klo sind, sind die krank. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Willst du mich verarschen? Wieso ist denn da eigentlich nur einer? Ich hätte gern noch einen. Ach, die... Wieso... Spritzen ausarbeiten. Das braucht immer keiner eine Spritze, das ist immer das Problem. Ellie Juck macht Pause. Na gut. So. Beförderung natürlich. So. Habt ihr alle noch nicht genug Geld, ihr Schweine? So, jetzt kann ich wieder weiterbilden. Trevor McBoatface. Der ist schon gut, ne? Die kann nix. Dann soll die jetzt mal machen. Motivation ist nie verkehrt.
Haben wir da gerade irgendjemand arbeitet in Aufnahme? Repariert Gipsgießer. Diagnose, Forschung. Macht Pause. Was haben wir da? Sucht nach Arbeit. Was gibt es denn zum Lernen? Ach so, Effizienz und Motivation. Tempo und Effizienz. Ja, dann komm mal du. Und Hausmeister wäre nicht schlecht noch, oder? Nee, ist keiner zur Verfügung. Doch, hier. Gießt Yucca. Soll aufhören damit. Mit der Yucca. Herzensbrecher. Ich bräuchte eigentlich auch eine Chirurgie, ne? Aber ich hasse Chirurgie. Die sind so ineffizient. Oh, die kann ich reinschicken. Ja, der Arzt hat gar keine Zeit. Was ist jetzt? Willst du mich verarschen? Da ist ja niemand. Personal. Oh, hier. Macht Pause. Nee, nee, nee. Kannst du die Patienten da einfach liegen lassen? Geht doch nicht. Das geht doch gar nicht. So nicht, mein Freund. So. Das war schon schlimmer mit denen, gell? Jetzt haben wir auch in, obwohl hier ein Arzt in Pause ist, haben wir da bei den Arztpraxen keine Warteschlangen mehr. Jetzt haben wir das alles recht gut durchgeschleust, oder? Wir haben so einen schlechten Ruf, dass keiner mehr kommt. Das kann natürlich auch. Ja, Schlange, wo denn? Quatsch. Quatschi. Ist von einer von euch kaputt? Ja, dann mach du doch mal Pause. Läuft langsam, aber naja, du bist immer noch im Minus. Oh, scheiße, schon wieder. Fuck. Ja, es kommt, es wird, irgendwann wird's. Braucht, glaube ich, nur Geduld. Braucht ein bisschen Geduld. Was ist eigentlich mit dem da? Gesundheit kritisch. Warteschlange, Station. Gut, der hat sowieso Jumbo DNS. Was mit dem? Und des Minas kann ich doch alles nicht. Oh, jetzt kommt auch noch Erdbeben. Da habe ich ja jetzt gerade voll Bock drauf. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Erdbebenwarnung. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Naja. Finanzmittel gehen zur Neige. Oh, der hat Fraktur. Zerschlagenheit. Kannst gleich hier Frakturstation. Zur Reparatur der Abrundungseinheit gerufen. Behandlung im Gang. Ja, dann mach mal hin, bitte. Da ist jemand am Verrecken. Jemand, ne? Geht zum Psychiater und der Psychiater sagt dann, Sie haben eine Lendenzerrung. I'm sorry. Oh. So, was ist das hier? Beinauer, ja, da habe ich Fraktion. Fraktion, ja. Fraktionsstation. Floppyscheiben, sorry. So eine kritisch. Geht der jetzt hier? Ach so, Station. Bezahlung unzufrieden. Der Unterricht ist beendet. Das ist schön. Was mit dir? Achso, der geht jetzt zur Frakturstation. Ja, ja. Kann er gerne tun. So, natürlich brauchen wir jetzt wieder Beförderung, wie blöd. Alter, du bist bloß ein scheiß Hausmeister, was willst du denn so eine Höhe? Gehaltserhöhung? Ich glaube, es hackt. Oh ja. Nice. VIP haben wir beeindruckt. Der hat zum Glück nicht in unsere Finanzbücher geguckt. Jetzt hätte er gekotzt.
Den würde ich auch gerne mal upgraden. Aber es kostet halt auch Kohle, gell? Das ist das Problem. Wir können zwar schon wieder einen Kredit aufnehmen, aber... Ich weiß gar nicht. Förderung, ja.